So, der Magier ist tot. Wir haben zwei Schlüssel bekommen und wir sehen nicht wirklich fit aus. Also schlafen. Also der Geist, der uns überhaupt hierher gebracht hat, der Geist des Bruders von Tybal, den wir gerade umgebracht haben, möchte jetzt von uns, dass wir seine Leiche begraben. Also ordentlich begraben. Damit er mehr Kraft hat, um uns zu helfen? Er meint im Südwesten. Oder südwestlich. Na gut, gucken wir uns erstmal hier um und sehen dann weiter. Also hier hätten wir schon mal eine Tür, die wir bestimmt mit einem Schlüssel öffnen können. Und sonst ist hier eigentlich nichts außer ein Altar und der schreiende Magier, stimmt. Also der nicht aggressive schreiende Magier. Nein, das könnte die Prinzessin sein. Ist das... Ja, gucken wir einfach. Entweder ist es der Magier, den befreien müssen, oder die Prinzessin. Warst du nicht blond? Sehr schön. Also die Prinzessin hat die ganze Zeit ein Amulett dabei gehabt, mit dem sie sich rausteleportieren kann. Sie konnte es bloß nicht benutzen. Entweder weil sie nicht rankam oder weil Tybal sie gehindert hat. Und sie hat sich jetzt rausteleportiert zu ihrem Vater, um die gesamte Gegend zu evakuieren. Weil der Slasher of Veils, also der Schneider der Dimensionen, sowas in der Richtung, halt bald befreit wird. Und alle töten wird. Und wir sollen ihn aufhalten. Schön. Jetzt die Tür da hinten. Alle hopp. So, kriegen wir so auf? Ja. Brauchen wir nicht mal einen Schlüssel. Das sieht so aus, als wenn es da ein bisschen weitergehen würde. Nein, seine Hexenküche. Wir können nur leider keine Tränke mehr tragen. Was haben wir hier? Ein Cauldron. Ist da was drin? Nee. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Mysteries of the Abyss. Du hast das Buch gelesen. Oh, nein, Lampenöl ist alle. Eine Schriftrolle, wo wir nicht wissen, was sie macht. Wir brauchen unbedingt Licht. Vielleicht ist hier irgendwo Lampenöl drin. Garamond, vergib mir. Ich werde dich wiederbeleben, wenn es vorbei ist. Oh, Garamond muss der Geist sein, den wir die ganze Zeit in unserem Kopf haben. Dann könnten das hier die Überreste sein. Jewel Shield brauchen wir nicht mehr. Ein unbeschädigtes Buch. Dämonische Beschwörung und Kontrolle, Theorie und Praxis. Und wir dürfen es nicht mehr ablegen. Doch, so. Ein unbeschädigtes Buch. Der Prozess des Wiederbelebens. Das sieht wichtig aus, nehmen wir das mal mit. Unbeschädigtes Buch. Zu schwer. Wir nehmen es doch nicht mit.
Dungeon Design und Konstruktion. Noch mehr Schriftrollen. Oh ne, das sieht anders aus. Nicht beschreibbare Runen, die deinem Kopf wehtun, wenn du zu lange auf sie blickst. Okay. Eine Flasche Portwein. Die sieht aber anders aus als die ganzen anderen. Wir brauchen immer noch eine Flasche Wein für die Amulettteile, die 7 Stück. Du bist eine Schriftrolle mit irgendwas Magischem. Zu schwer. Na gut. Leider keine richtigen Runen für uns und leider kein Lampenöl. Also werden wir jetzt Lichtzauber aussuchen müssen. Ja, in Lohr? Welcher war Lohr, verdammt? Lohr. In Lohr. So. Eine Heilungsquelle? Nicht wirklich. Noch eine Schriftrolle. Bist du eine lesbare Schriftrolle? Das ist zu schwer. Die Krone können wir nicht ablegen. Das Amulett eventuell, weil wir ja... Nein. Das schien gerade ein Zeitstoppzauber gewesen zu sein. Und hier ist nichts. Ah, doch, da. Aber wir kommen viel zu weit vom Weg ab. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz das andere... Ah, hier ist eine Abkürzung. Ja, okay. Dann können wir jetzt zurück. Die eine Schriftrolle mitnehmen. Jetzt haben wir ja wieder Platz. War hier nicht noch eine? Die da. So. Dann zurück und die andere Seite öffnen. Die da. Abgeschlossen. Ah, okay. Du. Du. Wir suchen immer noch den verrückten, den entführten Magier. Hier geht's runter. Ah, stimmt. Der Geist hat gesprochen was von Höhlen. Also kann es gut sein, dass wir gar nicht auf der Etage eben die Leiche finden sollen, sondern hier unten. Hier liegen definitiv nämlich ziemlich viele Knochen rum. Aber die von... Uah, die von unserem wohlwollenden Geist werden irgendwie wichtiger aussehen. Und ein kleiner Imp. Bye bye, Imp. Wir würden jetzt gerne darüber... Na, mal gucken. Nein. Kommen wir wieder raus. Oh, Feuerelementar. Lauf, 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 lauf. Da geht's raus, da geht's raus, da geht's raus. So. Schnell Heilzauber raussuchen. I, B, M. Also. Ah, ist das schön, wieder heilen zu können. Oh, Kopflose. Was zur Hölle machst du in der Lava? Na komm. Du bist schon seit einer ganzen Weile kein Problem mehr, Kopfloser. Links fliegen Feuerbälle auf uns zu. Auch nicht gerade schön. Komm, weg mit dir. So. In diesen Nischen könnten wir uns ausruhen, denke ich mal. Aber später. Noch geht's. Ratte. Oh, oh, das war knapp. Und da kommt das Feuerelementar. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lauf, 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 lauf. Komm, hoch da. Au. Ja, 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 ja. Weg. Weg, 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 weg. Hier müsste es gleich irgendwo... Oh, oh. Wir müssen auch eine Stelle finden zum Schlafen. Jai. Nicht gut. Noch ein Feuerelementar. Boah.
schon. Ich brauche nur einen Ausgang. Karte. Wow. ja. Ich glaube, hier hinten war der Gang hoch. Den sollte ich mal eintragen. Hoch. Ich probiere jetzt einfach zu schlafen. Fand die Kreatur in der Nähe, okay. Na, solange es nur eine Ratte ist, oder? Imp müsste es. Oh, ein bisschen mehr. Und noch ein Golem. Und eine Sackgasse. Golem in die Ecke drängen lassen ist keine gute Idee. Eine Heilung haben wir rausbekommen. So, komm. Ah. Ja, wir haben eine Ratte umgebracht. Sehr episch. So ein bisschen aufräumen können wir, aber sobald der Golem kommt, müssen wir weg. Lauf, 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 lauf. Und weg. Aber gut, wir dürften jetzt da rauskommen, wo wir eigentlich keinen Mana haben. Aber vielleicht jetzt ja doch. Weil der Magier tot ist. Richtig, sehr schön. Das heißt, wir können dich wegklicken. Wir können Licht machen. Und wir können jetzt hier uns freier bewegen. Also, wo müssen wir hin? Hier durch müssen wir nicht mehr. Wir müssen einfach nur noch wieder hier runter. Und dann müssen wir kontrolliert die 8. Ebene aufdecken. Nicht panisch rumrennen und sterben und schreien und was weiß ich. Also, dafür müssen wir Zauber wechseln. Weg. P. K. Levitieren. So, und dann war hier hinten irgendwo eine Verbindung. Genau, also gehen wir jetzt hier südlich und dann gleich wieder östlich. Da, südlich. Gleich wieder östlich, also hier durch. Genau. Und hier irgendwo. Ne, nicht hier. Was macht der Baum hier noch? Hat der Tod von Tybalt irgendwie noch mehr Kreaturen herbeibeschworen, oder? Wieso haben wir den übersehen? Rubine auf dem Boden und Gold, wird alles ignoriert. Hier, genau. Hier sind wir in Tybalts Gemäuern. Und da drüben ging es runter. Okay. Diesmal nicht einfach versuchen rüber zu springen, sondern wir fliegen einfach rüber, weil wir zaubern können, verdammt. So, geht das. Runter. Jetzt bringen wir nach und nach alles um, was sich uns in den Weg stellt. Außer es ist natürlich freundlich. Wobei ich bezweifle, dass hier unten noch irgendwas freundlich sein wird. So, gelb. Wo ist der andere hingelaufen? Komisch, Kopflose. Oh, na gut. Tot. Ich schubs dich da runter. So. Ja, der Avatar wird langsam ein wenig ungehalten. Aber das ist in Ordnung. Gerechter Zorn und so. Wir haben auch kein Licht, ne? Oder ist der Lichtzauber jetzt schon an? Nee, ich glaube nicht. Inlor? Doch, ist er. Komisch, aber okay. Das ist das Richtige in mir. So, was haben wir noch? Ein Wurm. Ein Baum da hinten. Das ist schon schwieriger. Und ein Golem. Alles machbar. Auch wenn Baum und Golem gleichzeitig ein bisschen hart ist. Weil der Baum wird jetzt zaubern, während wir... Oh, eine Ratte. Die können wir schnell umhauen. So, Golem ist gelb. Baum hinten macht nicht viel. Umso besser.